Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing von der Oral-B Genius 9000N in Roségold. Da habe ich ein Schnäppchen gemacht und habe sie für 89,90 bekommen. Und da wollen wir jetzt mal auspacken, was da drin ist. Da haben wir auch noch ein Siegel hier oben drauf, ein Gesundheitssiegel. Da ist dann halt natürlich vom Umtausch aus jetzt geschlossen und so, das kennen wir ja. Ich will sie auch nicht umtauschen. So, vielleicht machen wir auch gleich ein Hardware-Video draus oder so ein komplettes Video. So, da haben wir einmal... Oh, sieht aber schick aus. Ich wollte sie gerne in schwarz haben. Ey, jetzt wenn ich das so sehe, mit dem Roségold hier. Boah, das wäre vielleicht noch viel cooler in schwarz gekommen. Aber in schwarz war sie nicht reduziert. So, da haben wir dann einmal halt hier praktisch diese Basisstation. Das machen wir gleich dann im Video, zeige ich euch alles. Erstmal jetzt nur ans Auspacken. Packen wir, oh, die ist aber griffig, okay. Oh, leuchtet. So, ist noch was drin? Nö. Einmal alles auspacken und dann gucken wir uns danach alles an. Zeige euch, was hier mit bei ist. Oh, vier Stück so, ja. Coole Sache. Und hier das. Und was haben wir hier noch drin? Ach. Das kenne ich schon. Das brauche ich vielleicht gar nicht. Muss ich mal gucken. Das muss ich vielleicht gar nicht richtig auspacken. Ich habe ja schon so eine Ladestation von der anderen Oral-B. Die müsste ja eigentlich kompatibel sein. So, dann können wir das wegpacken. Also, wir haben einmal natürlich die Oral-B 9000N oder was war das? Genius N. Oral-B Genius 9000N, Mensch, in Roségold. Die leuchtet auch hier oben. Das gucken wir uns aber nachher im Hardware-Video alles ganz genau an. Dann haben wir einmal wenn man nicht wüsste, wo es aufgeht, wäre es natürlich schon mal cooler. Ach, die haben es aber auch sehr gut verpackt hier. Ey. So. Dann haben wir einmal hier eine haben wir einmal eine Handyhalterung, die an den Spiegel kommt. Die ist dafür da, dass wir praktisch unser Handy dran machen können für die Software, die es da dazu gibt. Also die App. Dann haben wir einmal eine Ladestation, wo wir sie laden können, die Oral-B. Die brauche ich jetzt nicht auspacken, weil die ist eigentlich Standard. Sieht man das? Ja, stellt man so ruf und dann wird sie laden. Hier ist ein ganz normales Stromkabel. Die brauche ich nicht auspacken. Ich habe schon meine Station. Da spare ich mir einen Steckplatz da. Das würde sonst so viel Platz wegnehmen. So, dann haben wir hier noch einen weißen mit Strom. Der ist, denke ich mal, dafür. Ja, der ist dafür. Einen weißen mit Strom. Den können wir auch auspacken, den brauchen wir ja. So. Einen großen weißen. Und... steht aber nicht Oral-B drauf, leider. Und hier haben wir dann so einen halbrunden, also so einen Strom, aber nicht gerade, sondern der ist so ein bisschen halbrund. Ja, der ist für die Basisstation, die kommt gleich. Weil da gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. So, dann haben wir hier. Dann haben wir hier. Da kommen dann die einzelnen Bürstenköpfe rein, wenn man halt mehrere hat. Oder wenn mehrere Leute eine Zahnbürste benutzen, man kann das ja einfach wechseln. Dann hat man eine für zwei Personen und man wechselt einfach immer nur oben diese Dinger. Ich habe jetzt zwei, eine kriegt davon wahrscheinlich meine Tochter, mal gucken. So, und hier kann man die Bürstenkoppe drin machen. Oder wenn man verschiedene hat, es gibt ja verschiedene, dann steht das so da und hier kommt dann halt die Ladestation hin. Und da geht der Kabel von der Ladestation raus, dann kann man halt hier laden und hier hat man seine Köpfe und kann die halt so machen. So. Und vier verschiedene Köpfe sind auch mit bei.
Wo natürlich nicht draufsteht, welcher was ist. RFT. Na, das wird wahrscheinlich das Plaster sein. Oder PET. Ich kann es nicht lesen, ey. Haben wir einmal so einen mit bei? Das ist aber auch echt schade, dass das hier nirgendwo draufsteht, was das für einer ist. Ein blauen O-Ring hat er. Also man hat auch manchmal mit verschiedenen O-Ringen hier. Dann kann man, wenn jeder die gleiche hat an Modell, dass man dann halt verschiedene Farben drauf macht. Dann weiß man, ey, ich bin grün, ich bin blau. Hier ist es halt jetzt nur blau mit bei. Steht aber auch nicht da, was das für einer sein soll. Ganz toll. Dann haben wir hier noch einen. Der hat hier noch mehr Zeug dran. Auch nicht erklärt, welcher der sein soll. Ach so, das ist nochmal der gleiche, oder was? Ja, der ist zweimal. Und der, ach so, hier ist dann noch ein anderer mit bei. Da sind verschiedene Ohrringe. Da ist gelb. Irgendjemand habe ich noch blau gesehen oder grün, keine Ahnung. Also jetzt seht ihr gerade nur den gelben und oben sieht es so aus. Ja? Also vier verschiedene Köpfe. Moment, ich muss mal kurz ein bisschen Schweiß abwischen. Dann 33 Grad in der Bude. Das hältst du nicht aus. Ah, hier. Hier haben wir erklärt, was die einzelnen Köpfe können oder was die machen können oder so. Was ich jetzt nicht lesen kann, weil es zu klein geschrieben ist. So, dann haben wir noch ein Heft mit bei und zwar Genius. Ach so, hier ist erklärt mit der Handy-App. Da sollen wir Oral-B suchen, gibt es für Android und iPhone. Den Spiegel vorher sauber machen natürlich. Ja, das ist dann das hier. So, dann haben wir nochmal so ein Heft, Genius. Da ist genau das gleiche nochmal drin. Glaube ich. Nee, das ist nur zum Reinigen oder irgendwas, keine Ahnung. Genau das gleiche. Genau das gleiche. Keine Ahnung, vielleicht in verschiedenen Sprachen, aber die Bilder, da ist jetzt keine Sprache mit bei. So, und dann haben wir hier noch ein richtig langes Heft mit technischen Daten und ganz kleiner Schrift, was mich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht interessiert. Und dann haben wir hier noch diese geile, formschöne Station. Hier Oral-B. Steht das da? Oral-B. Braun, Oral-B. Wir haben hier auf der Seite, da wird es mit Strom versorgt. Hier kann man ein Handy mit anschließen, dass man, da ist ein externer Akku drin, dass man sein Handy da aufladen kann. Und wenn man das jetzt hier aufmacht, also hier haben wir so einen Druckknopf, dann geht es, so, ach so, geht es auf, okay. Komplett reindrücken. So, und dann geht es so auf. Und dann kann man hier praktisch seine Oral-B reinmachen für unterwegs. Man kann auch hier noch ein paar Köpfe mit reinpacken zum Mitnehmen. Und dann macht man eine zu. Und dann wird da praktisch die Oral-B auch drin geladen. Das ist ein externer Akku gleich mit bei. Der jetzt natürlich nicht voll ist. Und für unterwegs, wenn man da seine mitnimmt, nimmt man ja nicht die Spiegelhalterung mit, kann man hier sein Handy reinmachen oder so. Da hat man hier direkt so einen Standfuß für Handy. Ja? Muss ich natürlich aber erstmal laden. Verarbeitet sieht es alles erstklassig aus, kann ich echt nicht meckern. Ich bin mal gespannt, wie sie sich jetzt schlägt. Und vor allen Dingen die App muss ich runterladen, wie die sich schlägt. Bin da mal sehr gespannt drauf. Und die hat dann halt hier vorne auch diese Zeichen, Zahn, Feder, Diamant, Wellenlinie, keine Ahnung, Bluetooth, Akku. Ja, also ich hätte sie echt gerne in Schwarz gehabt. In Schwarz sieht die auch richtig geil aus. Hier oben leuchtet es, wie gesagt. Aber so in Roségold hat sie auch was, muss ich sagen. Sieht ein bisschen platinmäßig aus. Quatsch, platinmäßig. Kupfer, aber es ist Roségold. Hat auch was Edles. So.
Das soll es jetzt zum Unboxing gewesen sein. Jetzt haben wir Hardware gleich mitgemacht. Also ist ja, ich nenne sie jetzt einfach mal Oral-B Video. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht den Titel. Ich werde sie jetzt testen, die nächsten Tage und natürlich im Urlaub. Und dann kann ich euch da mehr sagen. Also das kann ich nur zu Hause testen mit der App und so. Ich werd für den Spiegel nicht mit in Urlaub nehmen. Das ist Quatsch. So, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen da, Träumchen. Link packe ich euch natürlich dazu in die Videobeschreibung. Amazon und eBay weg wahrscheinlich reinpacken. Ich habe es bei eBay geholt. Gucken wir mal, ob da noch 30 Euro Cashback ist. Ich weiß es nicht. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.